Ziel 1 ist Bled in Slowenien. Nummer 2 ist der Seeberg-Sattel. Unsere Anfahrt zum Leubelpass durch Kärnten ist wunderschön. Verkehr ist auf den Zugangsstraßen zum Leubelpass nicht. Eine Kurve jagt die andere bei der Auffahrt zum Leubelpass. Thank you.
Die Leistung der SH350i lässt ein schnelles Überholen auf dieser Strecke nicht zu. Ich riskiere hier lieber kein Überholmanöver. Es geht ja jetzt auch deutlich schneller bei dem Gödel da vorne.
Hier kann man es rollen lassen. Dieser See ist schon ein Schmuckstück und man kann ganz wunderbar drumherum wandern. Unsere Raststation. Eine schöne Sommerrodelstrecke. Dass es hier Gondoliere gibt, hätte ich nicht vermutet. Wir fahren aus Bled weg, durch Slowenien und über den Seebergsattel zurück nach Österreich.
hier in Slowenien sind auch verhältnismäßig gut. Die Fahrt zum Seebergsattel lässt sich gut bewältigen. Seebergsattel geht es auch mit ein paar ordentlichen Kurven hoch. Ich habe mir sagen lassen, dass die Leute nach Pilzen suchen.
Seebergsattel in Sicht. Und dann geht es nur noch bergab. Unglaublich, die Jungs von Österreich wollten sogar unsere Pässe sehen. Es fängt an zu regnen und wir sehen zu, dass wir nach Hause kommen.